Yo, Moinsen Leute, was geht? ExoPain hier. Und heute spiele ich mal Smite. Wenn ihr Infos über Smite haben wollt, das ist ein MOBA und der Rest kommt in der Beschreibung vor. Also Internetseiten und sowas. Ja, was soll man sagen? Es ist halt ein MOBA wie LOL zum Beispiel. Als Beispiel oder Dota. Nur es hat halt eben dieses ja, Auto-Hitting nicht so richtig drin, wie es bei LoL ist. So zum Beispiel, wenn du auf ein Ziel zielst, dass der Schuss immer durchgehend dich verfolgt. Das heißt, du kannst es nicht dodgen. Hier kannst du es dodgen. Und es ist ein Third-Person, das Spiel hier. Und ein paar andere Sachen noch. Also, egal. LoL habe ich zum Beispiel nicht gespielt, sage ich gleich sofort. Aber ist ja auch egal. So, ich habe mich jetzt als Jungle beworben und habe es auch bekommen. Die Stelle. Dann mache ich jetzt mal meinen Job und suche mir jetzt mal einen vernünftigen Gott aus. Blöd ist ja, man weiß ja nie, was der Gegner hat. Das ist immer die schöne Scheiße. Ich nehme meinen Thanatos. Favoriten einfach. Thanatos. Ich bin ein bisschen krank. Sage ich lieber jetzt schon mal, wenn ich huste oder mal meinen. Weil eben Krankheit bedingte Geräusche mache, dann nimmt das nicht so schwer. Nimmt es nicht so ernst. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich im Sommer krank bin. Das ist auch noch so eine Sache. So. Mal schauen. Wir haben einen Loki Solo, Sylvanas Support, ADC. Apollo mit Agni Rama bei der gegnerischen Seite mit Sylvanas auf der Duo Lane. Sun Wukong auf der Solo Lane. Ra Mitte. Und ich muss gegen Mercury vorgehen. The day of judgment has come. Nebenbei, wir sind schon in der Season 2, glaube ich mal. Und da sollte man eigentlich nicht mehr Hog kaufen, aber bei Thanatos, da mache ich eine Ausnahme. Bei dem bilde ich immer mit Hog. Ist viel besser. Es ist so eine Art Lifesaver für manche Momente. Zum Beispiel hier. Wo man sieht die Maus. Wir fangen ja immer mit dem Speedbuff an, wenn man Jungler ist. Und danach gehen wir auf regulär Mana jetzt zur Zeit. Und danach gehen wir sofort auf die Midcamps. Midcamps kann ich quasi alleine machen, weil ich Hog habe. Und danach kann ich mit dem Midlaner quasi halt. Entweder zusammen diesen linken Midcamp-Buff machen oder den rechten halt danach zusammen. Ist alles viel leichter. Mit Hog an Thanatos, finde ich jetzt. Also ich in den Fights hat er mir auch öfters mal geholfen, der Hog hier. Deswegen, selbst mit Nerf gefällt mir immer auch der Hog. Bei Thanatos immer noch. Deswegen Katamann. Ach, halt die Schnauze! Ja, hier. Fist of the Gods. Darauf baue ich nachher auch auf, dass ich nachher auch Gegner stunnen kann. Nicht den hier. Also da haben die echt komplett. 1000? Minions have spawned. Oh. Okay. Ich glaube, die haben es wieder geändert, als ich das. Was zum Henker war das? Okay, das war eine komische Loki-Aktion. Ich würde den eigentlich immer mit dem Buff benutzen. Komm. So, wir gehen jetzt zur Mitte. Agni hat ihn anscheinend schon rausgedrängt. Wir gehen also jetzt hier lang. Da klaue ich sofort den Buff. Den Midcamp-Buff mit meinem Hog. Hat man gesehen, ziemlich leicht und easy. LOL! Be careful.
An enemy has been slain. Nice. Das war nice. So, damit hat Midlane schon mal easy play gleich. Schon von Anfang an. Und ja. Okay. Okay. Be careful. Maybe you should keep an eye on that guy. Ah. Puh. Enemy missing middle. Nice job. No problem. Okay, da musste ich aber gut aimen jetzt gerade. So, weiter geht's. Mein Speedbuff ist weg. Mein Movement Speedbuff. Be careful, middle. Snipe! Das liebe ich an, deine 1 ist so stark. Das ist echt ein Wahnsinn, wie viel die raushaut. Und du, man heilt sich halt damit auch noch. Enemy missing middle! Okay. I'll gank left lane. You will pay for an ally has been slain. How much do you think the enemy team is paying? Justice has been served. How unfortunate. Naja, konnte ich nicht saven, aber immerhin, ich habe ihm noch wenigstens eine Art Revenge gegeben, einen guten Deal von 1 gegen 1, 1 zu 1. Talaria Boots werde ich auf jeden Fall bauen. Calm down. Okay. Sorry. Mercury ist links. Be careful left. Retreat. What did you do to him? Okay, ich konnte nicht mal sehen, was ich da gemacht habe. Enemies in the jungle. Wie man schon merkt, braucht man bei Thanatos eigentlich nicht wirklich auf Mana gehen. Weil die meisten Skills von ihm haben richtig extrem low Mana Verbrauchung. Das hat aber auch damit zu tun, weil ich nämlich HP benutze auch. Also prozentuale HP abgezogen bekomme, weil Gott des Todes natürlich sein eigenes Leben ja verbraucht anscheinend. Enemy missing metal. Enemies have returned to base. Die Eins immer bereit halten, falls jemand kommt. Hey, over there. Enemy missing right. Und zurück. Okay. So, dann gehen wir auf Talaria Boots. Eigentlich müsste man Varia Torbjörn nehmen, glaube ich wohl. Aber ich nehme immer gerne Talaria Boots, weil man dann nämlich HP-Regeneration bekommt, mehr Movement Speed, wenn man außerhalb vom Kampf ist, und man kriegt, wenn man erstmal einen Gott anhittet, nochmal 30 Gold oder so. Das ist für einen Thanatos echt gut. Finde ich zumindest. Und er hat sowieso an sich schon eine fette Grund-Base-Damage. Und ich habe 4-0. Besser kannst nicht laufen. Ich hoffe, die werden nicht aufgeben sofort hier. Zack, zack, zack. Dann gehen wir mal hier hin. Und leider geht meine 1 nicht durch Wände, deswegen lassen wir es dabei. Mist, diese dämlichen Minions, Alter. Mittendrin. Wenn die noch nicht gewesen wären, dann ja, wäre die Sache ganz anders ausgelaufen. Also an enemy.
Enemies incoming left. Enemies incoming right. You cannot escape the light. Oh. Only the beginning. Did you know that dying kills you? Okay, aber den Slow hätten die echt nicht bringen müssen. Das war komisch. Tja. Das war's für Loki. Du wirfst schon Boots. Hier bleibt immer noch baut auf Transzendenz. So. Das Gute ist ja, ich bin noch in Early Game, heißt also, ich brauche nicht so lange zum Respawn. Und naja, ich bin allgemein schon schneller als die meisten hier. Your left tower is under attack. Okay, beweg dich. A teammate did a thing. Ja, kriegst du mit deinem Kung-Fu-Zeichen. Der Kung-Fu-Move. So, jetzt haben wir Loki ein bisschen geholfen. Be careful, right? So, schnell einen Red Buff fertig machen. Enemy missing metal. Completed. I will pierce your soul. Bye. Ja, ist ja gut so. Und wir gehen auf den Attack Speed Buff noch schnell drauf für die, dass sie danach also sofort dran können. Bye. 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 So. Dann ging ich mal Middle Lane mit meiner Ult. Oh. Be careful, middle. Be right. On my way. Pendulum, hang over there. Mach doch was, Junge. Agni. Oh. War ja klar, dass gleich sofort komplett Duo-Lane rüberkommt. Oh. Der hat aber auch irgendwie nichts gemacht, nicht mal ein Auto-Hit. Merkt euch eins, Leute, wenn ihr einen Magier spielt oder was weiß ich, vertraut nicht nur auf Skills, eure Auto-Hits machen auch Schaden. Das ist einfach nicht normal. Es gibt echt Leute, die vertrauen nur auf Skills, auf den Skillschaden. So. An enemy has been smote. Ich hab jetzt Jutuns Wrath jetzt gemacht. Als nächstes gehen wir dann auf was war das nochmal? Ach ja, Spirit Rope. Da ich nämlich jetzt genügend Damage habe fürs erste, reicht das mir auch. Normalerweise. Sind die eigentlich pre-made? Nein. So. Jetzt machen wir mal einen Attack-Speed-Buff. Movement-Speed-Buff. Hier werde ich dann gehe ich schnell hier hin. Ziehen hier das. Machen das noch fertig. Hier. Hier eine Wave noch. Gehen weiter, 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 weiter. Oh. Okay. Komm. On my way. Attack. Oh! Dieser Schadmann. Hat er mich gesehen? So. Wave clear. Was für eine Hilfe denn? Wir haben doch schon alles fertig. An enemy has been smote. Yeah.
So, gestealt. Auf die schnelle Art. Wave-Steel gibt es umsonst dazu und. An ally has been slain. Be right back. A teammate did a thing. I will claim what is mine. Adult kann man instant killen und surrender. Surrender. I am invincible. So, das war eine Runde Smite, aber irgendwie auch. Ja, das war eine kurze Runde. Normalerweise gehen die Runden eigentlich eine halbe Stunde, aber die haben gemerkt, dass sie am Arsch sind und haben halt eben surrendered. Mal sehen, was mein Damage war. Das war kein G, das war zwar ein GG, aber kein Bad Blade. So. 6-2. Als Jungler, 3 Assists, passt. Player Damage. Ja, gut. Da ich Thanatos spiele. Was? Okay. Obwohl Agni hat auch gut gearbeitet. Der hätte auch ordentlichen Damage ausgehauen. Naja, Thanatos macht halt immensen Schaden, aber halt auf Single Target. Und da komme ich halt nicht ran an den Magier oder. Ja, an den Magier komme ich da nicht wirklich ran. Wie zum Beispiel Agni. Weil bei ihm ist der Damage ja einiges höher, weil er auf AOE umgeht. Also in Teamfights hat er, macht er sowieso immer den maximalen Schaden. Single Target bin ich da wohl drin. So. Ja. Das war mal mein erstes, Smite. Ja, so, wie soll man es nennen? Nicht unbedingt Let's Play, aber war einfach eine Spielrunde Smite mit einem bestimmten Gott. Mal sehen, ihr könnt ja mal schreiben, welchen Gott ihr als nächstes gern sehen wollt von mir. So, haut rein.